Wer hat eigentlich hier die Tannenbäume gemacht oder waren die schon? Was, wie, wo, was? Die Bäume im Villagerdorf, die Tannenbaumbäume. Tannenbaumbäume? Na hier, die Fichtenbäume. Hey. Hallo? Nee. Einsammeln? Die hat CO2 gesetzt, hier war alles weg. Ich habe alles freigeholzt, eigentlich. Kannst du die Blöcke hier einsammeln? Warte kurz. Ich wollte ein Video schauen. Ja, kannst du gleich. Hier liegen bei mir vorne zwei Blöcke. Die kann ich nicht einsammeln. Ach, das ist mein Blätterbug. Ah, okay. Das, was ich schon mal meinte. Dass das gerne mal passiert. Was hast du gesagt? Die Bäume hier, die Tannenbaumbäume. Ich mach die nämlich jetzt mal weg. Ich brauche den Platz. Ich brauche den Platz. So, kann man die jetzt einsammeln? Ja, jetzt geht's. Das. Schon fertig mit angucken, Daku? Ich habe das ganze Video ja nicht geschaut, also ich habe einfach nur bis zur Stelle vorgespult. Wir meinen dieselbe Stelle. Ja. Ich sehe in deinem Video, wie du Steine setzt. Nur bei mir sind keine. Warte mal, wie? Das heißt am Ende der Bahnschiene, wo der Fahrstuhl zum Villagerdorf ist. Genau. Du hast die ganze Zeit aber behauptet an der Kurve dort. Hier zwischen Kurve und Ausstieg. Ich kann ja dir die Stelle dann auch gleich zeigen. Das ist wirklich ganz ja, diese Stelle mit dem Lavasee. Dann ist es dort, wo das Glas sitzt. Am Ende, wo du aus der Lore rausgeschmissen wirst. Ja. Da setze ich aber Steine, das siehst du, da kann kein Mob durchkommen. Ich habe das dazu gebaut, ich hätte dir einen Screen schicken können, weil mir waren da keine Steine und da waren auf einmal Mob. Beim Villagerdorf, wo das Glas gesetzt ist, bei der Lore, bei der Schiene, wo die Lore ihn rausschmeißt. Ja. Da hab ich 4 Cobblestone gesetzt, weil ich mich dort mal reingebuddelt hatte. Und Daku hat darauf bestanden, dass dort eine Höhle ist, wo Mobs rauskommen, obwohl ich halt in der Aufnahme Cobblestone gesetzt habe. Die Aufnahme hat er jetzt von mir geschickt gekriegt. Mhm. Bloß bei ihm waren keine Steine da. Okay, nee, ich hatte einmal eins der Glasdinger abgebaut, weil ich in den Lava sehen musste. Deswegen fehlt ein Glas dort. Ja, das Glas auch bitte nicht hinsetzen. Das benutze ich, wenn ich Villager braten möchte, dann hole ich mir unten da immer ein Lava-Bucket her. Dann gräbst du dich bei dem komischen Haus dort irgendwo rein, was noch steht, weil man dort auch Dings hört. Lava. Dem halb abgerissenen. Ich
Braucht jemand Redstone-Blöcke? Justin, bestimmt. Ich hab knapp 2 Stacks Redstone-Blöcke. Mehr nicht? Ich hab hinterher einfach kaum noch Redstone mitgenommen. Also, ich hab fast 7,5 Stacks Blöcke. Ich hab auch noch was für dich, Ike. Nehme ich jetzt dich hier, machen wir das so und ach du Shit. Ja, muss ich mir auch mal kurz. Ach du Kacke, das kostet. Ike, wo bist du? Gerade eben bei mir zu Hause. 3-4 Level kostet mich der Spaß. Oben? Ich bin bei mir oben. Das kostet mich nur 3 Level, da mache ich das so. Hinter dir liegt Stein. Danke, danke. Das hättest du aber auch beim Dorf lassen können oder mit einer Lore hinschicken. Ach so, ich wusste nicht, wo du es brauchst. Ja, nehme ich's mit. Ist ja kein Problem. Ja. Kannst du, du gehst jetzt nicht weiter farmen, oder? Erstmal nicht, nee. Zwei Bibliothekare sind voll getradet. Kannst du dir anschauen, ob die gut sind oder weg können? Ja, ich nehme Lava-Eimer mit. Und einer, den habe ich einfach so bitte gelassen. Der ist gerade erst festgemacht. Ich muss da kurz ein bisschen an Stein brennen. Für den Fall, dass wir die gehalten wollen. Stimmt, ich wollte ja mit der Lore den ganzen Stein noch hinterher schicken. Da war ja was. Ich hab mir schon mal was bei dir aus der Kiste gemopst. Okay, also brauche ich es nicht mehr. Nö, ich habe jetzt ein ganzes Inventar voll. Kann ich mir bei dir Kabel holen? Bitte? Oder hast du schon alles verbraucht? Nö, hab ich sogar noch eine Doppelkiste voll. Ich pimmel ja sowieso gerade bei mir rum. Ja, hier draußen pimmeln auch ein paar Creeper rum. Bist du noch drüben beim Dorf, Darko? Ne, ich bin bei den Türen, also gleich zurück. Achso, okay, aber es ist nicht so schlimm. Ich sehe gerade, ich habe hier noch Stone. Ich weiß nicht, ob ich noch genug Stone-Breaks drüben habe. Liegt da draußen in der Kiste. Da sind auch noch die Blaze Rocks von dir drin. Ne? Oh, die hole ich mir mit ab. Bei dir vom Haus? Ja. In meinem sogenannten Briefkasten. Ist da auch Kabel drin? Ja. Randvoll mit Kabel und 12 Blaze Rocks. Und 5 Creeper. Ja. Deswegen leg ich mich mal hin. Wieso ist das Skelett auf mich aggro? CO2 ist daran vorbeigelaufen. Nein, nicht hochgehen. Ich lass dich mal allein, schön doch. Weil ich will nicht dafür schuld sein, wenn Ike's Haus explodiert. Ich sehe nur CO2 sein Name-Tag. Ich habe meine Fenster so scheiße gebaut, dass ich von oben nicht runter gucken kann. Ja, Ike, wie wär's, wenn wir uns hinlegen? Dann hat CO2 vielleicht ein bisschen leichter. Warte, ich helfe hier gerade. Ich glaube, mit hinlegen ist sowieso nichts wegen den Mobs hier. Ich lüge. Komm, hier kannst du hochgehen. Ja, wir sollten schlafen legen, das werden mehr. Dabei ist doch gar kein Blood Moon. Dann geh du dich hinlegen und ich kämpfe hier noch ein bisschen. Eigentlich, wann kommt die Folge eigentlich? Also welche Nummer hat die? Oh, keine Ahnung.
haben die im Einzug mit der Levelmotte aufgetan, oder? Ich glaube. Ich glaube. Komm, ich will deine Schaufel haben. Die glitzert so schön. Arschloch. Ich hab mir mal 5 Blaze Swords genommen. Hättest du frei alle nehmen können. Nee, falls du noch brauen willst oder so. Auch das überlasse ich euch. Da gebe ich einfach nur Bestellung auf. Gut, wofür brauchen wir so. Wirklich jetzt? Ike, du bist ein Held. Du brauchst mindestens 1 Stop für eine Lore. Das habe ich gerade von den Mobs bekommen. Das Rotten Flash kannst du zum Beispiel zu Dings machen. So was? Bodenmehl. Achso, ja, aber ich nutze es erstmal, um diesen einen Gelehrten fertig zu traden. Ich weiß nicht noch, was der. Was? Hat jemand eine Nether Ward? Ike? Warte, muss ich gucken gehen. Jetzt fährt gerade eine Lore nach unten. Ansonsten, wenn du mir erlaubst, würde ich auch bei dir gucken. Ich brauche nur eine einzige zum Anbauen. Ich bin gerade da. Er ist ja noch nicht abgefahren. Ich saß schon drinnen, die Lore fährt gerade ohne mich. Nether Zeug. Ich habe sogar 6 Stück. Ich brauche einen einfach nur, um sie anzubauen, damit ich anfangen kann mit dem Braun. Wow. Bloß Braun. Und das waren 2, aber trotzdem. Ja, ja. Endlich hat er sich verwandelt, der Arschloch. Okay, so sehen die aus in dem Texture Pack. Störgeräusche. Was? Ich höre Störgeräusche. Jetzt sind sie weg. Klar, mein Handy lag zwar auch gerade in der Nähe, ich krieg aber keinen Anruf oder so. Es reicht auch. Bei mir reicht es wirklich, wenn es einfach nur irgendwie im Raum liegt. Nee, das liegt ja sonst dauerhaft hier bei mir am Mikrofon. Also mein liegt da dauerhaft auch neben mir. Aber ich krieg auch gerade keinen Anruf und nicht. Ich hab meins jetzt aber noch weiter weggeschmissen. Ich würde sagen, ja, weil jetzt ist es weg. Du hast schon vorher gesagt, jetzt ist es weg. Ich bin kurz wieder da. Wie gesagt, kann gerne an mir liegen. Ich habe das ja sonst auch nicht bei mir. Nur meins liegt jetzt wieder hier neben mir, knapp 20 cm vom Mikrofon entfernt. Entschuldigung. Soll ich dir jetzt einen Videobeweis schicken, dass es nicht von mir ist? Ja, und wie? Du hörst dieses Störgeräusche ja selbst nicht. Na, ich hab's ja aber auch gehört. Soll ich dir Videobeweis schicken? Man hört's in der Aufnahme. Tut man nicht. Doch. Glaube ich nicht. Doch. Ich höre dann rein, das ist Minute 12. Hm. Die ersten Tränke werden jetzt gerade hergestellt. Ich fange mal an mit, ich glaube, Instant Health müsste das sein. Aber da bin ich mir nicht sicher, was es ist. Weißt du, Gas oder Glittering Metal Instant Health? Okay, dann war Gas Tears Regeneration. Gas Tears ist wirklich Regeneration, das weiß ich. Ich kann mir nie merken, was von beiden was ist. Das ist ziemlich das Einzige, was ich weiß. Und Nachtsicht ist goldene Karotten. Ja, das hört sich aus dem Kopf. Aber ich gehe mal dann rüber nach unseren Villagers gucken. So. Ach, und ich gehe nie wieder in normale Höhlen rein, habe ich gemerkt, ich jetzt so langsam. Strip Mining ist doch viel besser für Diamanten suchen.
Kurze Frage, hattest du schon vorher 35 Tode, oder? Ja, ich bin nicht einmal gestorben, dieses. Ich bin diesmal nicht einmal gestorben. Lässt sich ändern, also. Du musst nur was sagen. Minecraft. Ja, das ist das, was ich leer abgeschickt hatte, bevor das eben wieder zurückbauen tut, habe ich es unterwegs abgebaut. Okay. Ich konnte es aber nicht direkt nach beim Fahren mit einsammeln. Nee, ich habe ihn schon an, also ich habe ganz ähnlich, ich glaube, das schon weit war, habe ich irgendwie um 100, 120 Stück oder so verlängert und habe super viele Diamanten gefunden, vielleicht auch mehr. Ich weiß nicht, wie lange ich gebaut habe. Jetzt muss ich überlegen, ich werde das noch so bauen. Dann habe ich mehr Platz. Im CO2, da gibt es einen Bibliothekar, der tradet Unbreaking 3. Seine anderen Sachen sind jedoch nicht so die aller Welt. Trotzdem würde ich das Unbreaking 3 gerne behalten. Wenn's geht. Trade ein paar Mal Unbreaking 3 mit dem. Toll, ich komme ohne alles her. Habe ich doch auch mit dem Sick Touch Villager gemacht. Ja gut, Sick Touch brauchst du wirklich einmal, danach nie wieder. Unbreaking brauchst du für alles. Luck of the Sea 2. Der interessiert mich. Was hat der denn? Unbreaking 3, Blast Projection 4. Ich glaube, das sind die beiden hochgetradeten. Ja. Unbreaking. Den würde ich behalten. Unbreaking 3 Bücher traden. Wie viel Emirates braucht der? Unbreaking 3? Ja. 36. 36. Da fahre ich jetzt nochmal zurück, hol ein paar Bücher und Emirates und trade ich das. Brauchen halt unbedingt einen Mending Villager. Was glaubst du, was ich hier 24-7 gefühlt mache? Ein Fuchsgehege bauen, ein Papageigehege bauen. Ich mache viel, aber solche Sachen verweigere ich. Für jede Fischsorte ein Aquarium bauen, was mindestens 9x5 Blöcke ist. In die Höhe bleibt es dir selber überlassen. Jetzt mal warte, was interessieren mich Fischgehege oder uns? Vor allem Fischgehege, ich habe Aquarium gesagt. Oder du schreibst jetzt sofort Windhof, dass die bei Minecraft innerhalb der nächsten 24 Stunden Schlangen reinbringen. Dann könnte ich sogar ein geiles Terrarium bauen. Nö. Gibt's nicht. Nee, das ist Mods alles. Jetzt hätte ich jetzt gesagt, zieh den scheiß Plugin dazu her. Nee, gibt's leider nicht. Dann würde irgendwas anderes an Tieren verschwinden. Plugins fügen ja leider Gottes keine neuen Blöcke ein. Oder an Items. Oder Entities. Ist ja nur das, was drin ist, schon umgeschrieben. Ich könnte aber ein Plugin drauf ziehen. Das habe ich, wo ich nach dem Herzen und dem DevChess Plugin geguckt habe, habe ich Plugin gefunden, womit man Mending auch über einen Verzauberungstisch kriegen kann. Nee. Alter, geht. Ist Nacht? Nee, es ist Tag. Ja, aber CO2 muss ich da ein, es wird nämlich gleich Nacht. 36 und ein Buch wollte der. Warte, dann mache ich so, wenn es Nacht gleich wird. Halt, bleib da drin, bleib da drin. Das ist der Falsche. Also. Wieso will der scheiß Gelehrte jetzt zum Weg? Oh shit. Kusch. 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 Wo ist denn der Richtige jetzt? Der hier. So. Ich halte die anderen jetzt erstmal ein bisschen ab. 36. Da muss ich erstmal ein bisschen was traden. So viel Emeralds habe ich ja gar nicht mehr. Nein, raus da. Raus da. Das tut. Raus da, raus da. Ah, sie gehen ins Bett. Das
6. Oh, was machst du? Jetzt gehen die nicht ins Bett. Das sollen sie doch nicht. Doch, wollten sie. Ja gut, dauert nicht lange, dann gehen sie gleich wieder ins Bett. Die hier liegen schon. Wir haben Bett zu. Ja, wir haben extra gerade Bett zu wenig. Weiter abgesehen davon. So einfach geht's. So, gut. Das ist jetzt der. Ich hoffe, das war jetzt der richtige Wartstoff. Du meinst den Unbreaking 3, sollen wir auch behalten? Wäre nett. Weil wie gesagt, das ist die Verzauberung, die man am häufigsten braucht. Und ich glaube nicht, dass wir alle so viel Emeralds haben. Also ich habe aktuell nur 13, 14 Stück, die ich entbehren kann. Für was denn? Achso, um dafür 5, 6 Bücher zu kaufen. Oder? Ja, ja. Ich könnte vielleicht 3 kaufen. Weil 36 ist echt. 36 ist echt teuer. Wie gesagt, lass ihn einfach gerne da drin. Schaden tut er ja nicht. Und Ike baut ja sowieso irgendwas. Ja, ja, ich bin dann gleich dabei. Nach der Aufnahme fange ich dann das Timelapse wieder an, wo ich das Ding baue. Weitestgehend habe ich erstmal alle Ressourcen. Wenn ich was brauche, kann ich euch das ja sagen, dass ihr da mal ein bisschen was holt. Wir bräuchten unbedingt einen, der Redstone tradet. Der Redstone will und Emeralds gibt. Das wäre geil. Das gibt's gar nicht im gesamten Minecraft. Das ist nervig. Man findet mehr Redstone als alles andere. Darum haben sie es nicht reingebracht, damit Emeralds irgendeinen Wert noch haben. Dann soll er... Irgendwas... Willst du mich verarschen, ne? Alter, jetzt soll ich den Kackweg rennen. Hey, wieso? Hast du es nicht geschafft, die Lore abzubauen? Ich wollte deine abbauen. Bau doch erstmal deine ab. Die fährt vor dir. Oh. Die fährt leider nicht durch dich durch. Ah, Mann. Die liegt jetzt auf der Schiene. Ja, da liegt sie gut. Ich wollte die eigentlich einsammeln, hat aber nicht so super funktioniert. Da liegt sie gut. Warum will ich mit meiner Netherite-Picke nicht wirklich farmen gehen, weil sonst ist die halt auch schnell kaputt. Obwohl es Netherite ist. Deswegen brauchen wir Mending. Wir haben bisher, glaube ich, ein Item mit Mending, oder? Ja, die in der Angel. Nee, ich habe meine Brustplatte, Goldbrustplatte hat auch Mending. Ja, toll. Ja, Gold. Abgesehen von Goldsachen, davon habe ich 50 Stück mit Mending. Da triggert mich der eine Villager hier gerade. Welcher? Ja. Achso, der. Ja. Easy. Der wollte sonst nix weiter. Dich hab ich nichts. Changeling Flame Respiration. Luck of a Seal. Jetzt komm ein Schritt zu mir her. Ha, auch das hier ist der Unbreaking Villager. Sehr schön. Du weg, du fettes Vieh. Ich sorg mal für neue Villager. Jupp. Ich glaub, der freut sich schon tierisch darauf, wenn er die ganzen scheiß Villager umziehen lassen darf. Stimmt, das kommt ja auch noch. Ihr macht Maschinen dafür fertig. Wie denn? Die wirst du nicht in die Etage hochkriegen. Die musst du dann per Leine hinter dir herziehen. Ich zieh die Maschinen da hin um. Also ich sag nur so, wenn du schaffst, okay, dann mach. Ich glaube halt nur nicht, dass es so funktioniert. Ich muss es erstmal fertig bauen.
Hä, was wollt ihr da für ein Dier haben? Ein Dier, ein Emerald, leck mich doch am Arsch. Ich könnte gut mit traden. Ja, ich auch. Ich hab jetzt wieder 40. Ist doch kein schöner Preis. Da haben wir das zweite an Breaking-Buch. Haben wir nur einen, der Eisen will? Ja, ich glaube ja. Ist ja lame. Wie sieht denn der aus? Der hat ein. Ist der Schmied, glaube ich. Verbeultes Auge. Nee, haben wir bloß den einen. Vielleicht verbeultes Auge, hat eine Brille auf. Das soll eine Brille darstellen. Nee, eine Augenklappe. Ach, der ist das, okay. Aber da ist das gerade gesperrt mit Eisen. Bei dem ist das mit Kohle gesperrt und bei dem hier bestimmt auch. Ja, hab ich aktuell zwei zwei Unbreaking-Bücher. Ja, wie gesagt, der wird da jetzt erstmal eine Ewigkeit drin bleiben, also passt schon. So schnell geht er nicht raus. Machen die jetzt irgendwann Bumsi-Bumsi? Quick, quick. Alter, 1, 2, 3, 4 Iron Golems radern hier rum. Ich weiß. Ich hab zwei Kills, die schon teilweise macht.